Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Seven. Ja, jetzt geht's weiter. Ich sag mal so den letzten Abschnitt, den erledigen wir jetzt in dieser Folge und werde dann später schauen, ob das hier hinkommt, ob mit einer halben Stunde oder 35 oder 25. Das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Bin hungrig, also ist schlecht. Bin ich zwar so auch immer, aber ich könnte Fett essen, ne? Ja. Fett wäre eine Möglichkeit. Rindfleisch nehmen wir dazu, ne? Das könnte ein bisschen helfen. So ein Helm ist auch nicht schlecht. Da kann man theoretisch mal überlegen. Stiefel, naja, die sind nicht ganz so gut. So. Wo hast denn du die noch hier versteckt? Da sind wir gekommen. Wir müssen nach oben. Irgendwo in dem Bereich von Treppenaufgang ist dieses Päckchen. Also irgendwo. Kann viel sein, ne? Da oben vielleicht, ne? Dann wirst du mich anzeigen. Gut, aus Erfahrung hier kommen recht viele. Stell mal auf, ne? Wir wollen ja nicht gleich wieder sterben, ne? Ja, viele sind gut, aber da sind sehr viele da oben. Aber wo? Geier. Geier. Junge, gleich ein Zwillingspärchen gleich hier. Mein Gott, nee. Dann laden wir gleich nach. Hier oben muss Strahlung sein, alle grün. Zerbrochenes Glas, habe ich mal umgebracht deswegen. Ah, das ist da schon mal zu sehen. Jetzt kann man mich sehen, 2,5 Meter. Da unter irgendwo. Ich schau mal hier oben nach. Wer einer auf Besuch ist. Na. Mal hier so rumgehen. Scheint noch ein Geier zu sein. Scheint. Sehr wahrscheinlich. Drei Meter. Wo könnte das sein? In der. Treppenaufgabe, wie gesagt. Aber wo? Da oben? 7 Meter. Dahinter ist noch was. Das zur richtigen Zeit. Naja, 15 Uhr ist noch ein bisschen Zeit. Das ist nicht ganz so dramatisch. Erledigen wir den Geier, der wahrscheinlich hier rumschwirrt. Oder das Ei tiefer im Zombie, kann auch sein. Ja, wo könnte das sein, ne? 3 Meter, 2,5, 2,1, 2 Meter. Im Grunde könnte man hier beigehen und wegpickern, ne? Also an die Benzinhütte. Eier? Nö, keine Eier. Ja, wo konnte das hier sein? Ah, hier drinnen irgendwo. Und so einen auch finden, ne? Kurierkiste. Und wir haben Platz.
Punkt 1 haben wir erledigt. So. Was haben wir gesucht, wie ein Blöder? Na, die Anzeige ist ein bisschen blöd, also. So, ich will jetzt da noch hoch. Nicht da hoch, doch ein Dach und einen Turm. Ein Turm gibt es noch. Oh, kein Dings dabei. Nein, dann mache ich die große Kiste nicht auf, weil ich kein Benzin habe. Wir könnten theoretisch das entsorgen. Das könnten wir trinken. Entsorgen. Entsorgen. Ich baue mal Leiter. Die Leiter ist ganz gut. Wir brauchen schon Geld, ne? Also ganz ehrlich, ich habe so viel Geld zur Verfügung. Ich weiß nicht, was ich mit anfangen soll. So, da wollte ich hoch. Das geht mir leider am besten. Ne, warum muss ich quälen, ne? Die wird noch Zombies sein, irgendwo. Einer irgendwo. Ja, ob da ein Geier ist oder so, keine Ahnung. Da oben ist eine riesen Truhe mit 10.000 Werten zum Aufbrechen. Da brechen wir nicht auf. Große Überraschung gibt es hier nicht. Sag mal so, ne? Wir nehmen diese Kiste, die machen wir auf. Kein Thema. Bis auf die Pfeile. Können wir alles weglassen. Dann die Kiste kriegen wir nicht auf, ne? Also nicht mit. Nicht mit der Axt, sag mal so, ne? So eine Kiste, wo wir einmal zuschlagen müssen, ja. Pistole, Fünfer. Entschuldigung. Oh. Ich kratze das leicht am Hals. Mal schauen, ob ich morgen frei haben werde. So, da wäre mal alles. Hier oben. Wir sind noch nicht fertig, da unten ist noch eine. Bein ist verstaucht. Und da haben wir 7 Minuten Gefahr, dass wir ein Bein brechen, ne? Das sind die 1, 2, 3. Ein tiefer halt, ne? Wir gehen mal halt den Weg wieder zurück. Das sind die Zombies garantiert, die irgendwo runtergefallen sind und wieder in ihre Position zurückgelaufen sind. Die müssen wir jetzt erledigen. Das lässt sich ganz gut finden, weil die Anzeige ja gut zu erkennen ist. Also in rund ein paar Meter, ne? Verstauchten Beinen kommen wir ein bisschen langsam voran. Da sind 1, 2, 3 und da ist auch noch einer. Dann haben wir es geschafft. Ich würde immer mal hochkommen, ne? Da werden wir nicht lange quer, ne? Wir nähern uns eine Etage tiefer, sind sie. Mindestens eine Etage tiefer. Anderen Gebäude mit Erdbohrer hat man ein schönes Loch gebohrt. 15 Meter, ja. Da gehen wir die Richtung. Dieser, wir gehen zurück, ganz einfach. Ist im Grunde nicht so schwer. Und im Normalfall erreichen wir sie dann den Augenblick, ne? Könnten Geier sein, das könnten auch normale Zombies sein. Also Geier von draußen erwischen nicht immer alle, ne? Aber die gehören halt dazu, ne?
Und auch die, die halt sich hier irgendwo verstecken, ne? Wenn sie hier reinlaufen, die gehören nicht dazu, aber die müssen trotzdem erledigt werden, ne? Weil dann bist du dran, ne? Hier haben sie auch hier wild. So, 14, 13 Meter ist einer und bei 40. Bei 10, das ist ein tiefer noch. Ja, bei 10.000 haben sie aufgegeben, ne? Aber das Päckchen haben wir gefunden, das ist schon ganz gut. Da haben wir unten gesucht, wie blöde. Und Mensch, ein Meter, noch ein Meter. Jo, das muss doch irgendwo sein. Ich habe Pustekuchen. So, 37. Wir gehen mal hier zurück. Bestimmt Geier im draußen Bereich, ne? Ah, da sind schon mal wieder die gelben Punkte auf derselben Etage und da sind wir schon dicht bei. So, jetzt kürzen wir hier ab. Ne, das nicht. Das Gewehr ist gut. 25. Den Lift haben wir gar nicht benutzt, glaube ich. Ne? Die sind. Aber hier kommen wir auch nicht hier durch. Blei. Ich bin mal so eine von so einem Funddinger enttäuscht. Also. Oh, das war eben Glück gehabt, Anführungszeichen. So, mal gucken mal. 26. Auf der Etage auf jeden Fall. Oh je, da komme ich rüber. Dann müssen wir es anders machen. Zerlegen brauchen Platz. Zum Glück gibt es hier so eine Bauweise, wo wir gefahrlos was bauen können. Gut, dann rüberspringen, ne? Bisschen Anlauf nehmen. Ja, ich höre schon eine. Die Wand durch. Gemein. Könnten Geier sein. Von da kommen wir eigentlich. Müssen wir hier rausgehen, ne? Ja, wo bist du denn? Gib laut. Schatten wir mir, wo ist er hin? Wir haben es randaliert. Geier, sehr schön. Ja,
Den Geier höre ich schon. Und da ist schon einer. Tanz, Junge, tanz. Du lebst noch. So, 1, 2, 3 sehe ich da oben als Ziel. Immerhin kommen wir Sache wirklich daran, ne? So. Gut sammeln. Nachladen. Uhrzeit, auch wieder 19:30 Uhr. Gehen wir hier zurück. Meistens den laufen wir beim Weg so oder so. Wie gesagt, zwei Geier, was mache ich hier? Oder waren es drei? Die sind oft öfters mal da und sehr schwer zu erwischen, weil sie sich draußen aufhalten. Ne? Der Richtung. Wo könnte das sein? Den einen wieder so finden wir schwierig, also ist auch ziemlich weit weg. Wenn der Punkt groß wäre, dann wäre es ein deutlicher. Also größer, wenn dich dabei ist. Wo könnte er sein? Da sind genau zwei, drei. Und der eine roten, der eine rote ist weg. Gut, 39, 46. Beide habe ich runtergefallen. Ach, hier unten muss einer sein. Hier irgendwo. Ist hier eine. So, hier warten wir wieder. 2, 3. Das war so einer. Drei Stück. Zwei. Zwei weniger. So. Drei Stück sehe ich noch. Seht ihr mehr? Wahrscheinlich ein tiefer. Immer noch verstaucht. 18 Meter ist auch die Höhe, ne? Das ist drüben auf der anderen Seite. Mal hinkriegen. Naja, ich denke mal, schon was finden. Dann noch ein Bein gebrochen. Hier kommen wir nicht weiter. Da müssen mich ahnen schon was genau, aber ich weiß nicht genau, ob das so stimmt. Weil da kommen wir nicht durch. Kann ich verfehlen, ne? Was ein Geier, sehe ich schon. Höre ich schon. Hungrig ist nicht gut. Ich habe nichts mehr. Da oben sehe ich schon.
Tschüss. So. So, 1, 2, 50. Ich glaube, ich hätte die runterspringen dürfen. Zwei, ein 50er Meter Entfernung. Der Entfernung ungefähr. Gehen wir in die Richtung. Versuchen wir zu laufen. Ich glaube, wir müssen diesmal kommen. Da waren wir her. Na, das ist Sackgasse. Er hat sie versteckt, beziehungsweise ah, noch einer. 19 Meter, ein Tiefer. Aber wir nähern uns langsam dem Ziel. Das ist ein Geier draußen, der schon außerhalb ist. Gleich zwei. Und fertig. Aus und Ende. So, jetzt gehe ich noch kurz raus. 22. Dürfte an sich keine großen Aktivitäten kommen. Dann werde ich euch beim Händler wieder abholen. Ich fahre jetzt zurück zur Basis. Weil es der Händler hat nachts sowieso zu. Dann sage ich hier jetzt mal Tschüss und ciao, ciao. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Mission erfüllt. So muss ich beim Händler zurückfahren und den Belohn abholen. Dann sagt mal bis, ja, morgen, ne? Morgen geht es zum Händler. Also ich werde erstmal zum Händler hinfahren und dann euch dann abholen. So ganz kurz und knapp. Nur Tschüss und naja, winke, winke, wie schön seid, ne? Bis, jo, wenn ihr Lust und Laune habt, morgen zur selben Zeit um 10 hier bei CERN. Tschüss. Pinkeln muss ich. Drei Fragen, noch zwei. Oh!